Ploegfans, we willen heute mal sorry zeggen. Es tut uns leid. We hebben op onze video van letzte Woche so viele Reaktionen bekommen. En weißt du, die Reaktionen die gingen voornamelijk über unsere Jugendlichen. En we verstehen es. Unsere Jugendlichen die hebben es schwer. Ne? Klimawandel. Wenn da eine Diesel vorbeifahrt, dann ersticken die. Und das ist schon ein großes Problem. Dann haben wir natürlich noch das Problem Genderfrage. Bin ich ein Junge oder bin ich ein Mädchen? Ja, das sind alle Probleme von unseren Jugendlichen. Auch unsere Älteren natürlich. Aber unsere Jugendlichen, die haben echt richtige, richtige Probleme. Und was kann ich noch mehr dazu sagen? Ja, nochmals, es tut uns leid. Aber und wir wollen nochmals sorry sagen. Und dann haben wir, ich als Chris von der Puchshop Show, haben wir auch noch ein Video gemacht, wo in einer unserer Mitarbeiter ohne Helm fährt. Ohne Helm! Und auch noch zu schnell. Und dafür wollen wir gerne entschuldigen. Wir sagen sorry. Also, liebe Puchfans, wir haben von letzter Woche haben wir gelernt. Und wir sind wieder hier zurück. Selbe Straße, selbe Mofa und unsere selbe Fahrer. Komm mal dabei, Jan-Willem. Und wir wollen das diese Woche richtig machen. Also, safety first. Ne? Wir wollen heute also zeigen, dass es auch anders kann und richtig safe. Und ich wollte noch speziell dabei sagen, Jungs, dass unsere Jan-Willem, der raucht nicht, der trinkt nicht, der macht eigentlich nimmer etwas falsch. Jan-Willem, willst du bitte mal starten? Du bist jetzt ja ganz verpackt eigentlich. Ja. Helm ist dabei und ja, viele Folien, Handschuhe, richtige Schuhe mit Stahlnasen, da kann nichts schief gehen, Jungs, da kann nicht schief gehen. Also, ja, willst du mal bitte unsere schnelle Mofa, es ist derselbe schnelle Mofa, mal starten. Oh, warte mal. No, nicht starten. Ja, komm. Okay. Oh, glücklicherweise. Hast du alles dabei? Du hast ja. Feuerlöscher, ja. Eine Medikit. Okay, Jungs? Okay, Jan-Willem, dann können wir safe starten, ne? Okay, bitte. Aber vorsichtig, ne? Ja? Geht's noch? Oh! Nee, das war nicht richtig. Bitte, mach das vorsichtig. Also nicht zu viel Gas. Ruhig. Starten bitte nochmal. Okay. Du kannst dich jetzt setzen. Brauchst du Hilfe? Ja, okay. Oh, vorsichtig. Geht's noch? Ja. Okay, fahren wir los. Oh, nicht so schnell. Vorsichtig. Oh, vorsichtig. Ja? Oké, okay, stop maar. Geht's dir gut? Is alles nog in Ordnung? Ja. Ja, kein Hunger? Gut. Kein Durst? Alles in Ordnung? Alles bequem? Ja. Ja? Okay, dan kannst du nog mal een bisschen weiterfahren, ne? Aber vorsichtig bitte. Okay? Oh. Weil mit Fahrtwind kann das rausgehen und dann weg damit, Jungs. Lebensgefährlich. Okay. Ja? Okay. Ja, super. Okay, fahren wir noch ein klein bisschen weiter, ja? Aber nicht zu schnell. Ja? Geht das selbstständig? Ja? Bist du noch in Ordnung? Ja? Oh, Hand am Lenker. Okay, gut. Super. Ja? Oh, gewaltig. Ist alles noch in Ordnung mit dir? Keine psychologische Hilfe nötig? Gut. Nee? Ja, echt?
Also ja, zo kan het al zo hoog, ne? Oké, okay. Ja, poegfans. Wat we jetzt zoeken, is of der Jan Willem zelfstandig etwa 50 meter varen kan. Is dat? Ja, bis zum auto, aber nicht weiter. Bitte, sei voorzichtig. Also, du kannst nach der Stein fahren und dann ruhig mal sehen, ob das jetzt selbstständig geht. Ne? Aber wie gesagt, vorsichtig, Hände am Lenker, Spiegel beachten und wenn man eine Kurve macht, bitte Hand aus. Ne? Okay, na, versuch es mal. Ja! 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 Ja, Willem! Ja! Jongens! Ohne problemen! En safe, we zien dat ze alles hebben. Also, onze jongelingen, die kunnen dat. En ik ben jetzt zo froh, dat dat endlich gelungen is. En safe, ne? Alt immer safety first. Ne? Boah, super! Oké, okay. Sehe euch bitte die laatste video van laatste Woche niet meer aan. Nur deze video ansehen, wie es richtig geht. Also aan al onze jongelingen wil ik zeggen, safety first, jongens. Also, über Jungliche gesprochen. Wir brauchen noch Abonnees. Also, bitte abonnieren hier unten. Drücke mal auf den Klingel, dann bekommst du eine Also bitte. Und wir brauchen noch Abonnees. Also bitte abonnieren hier unten und drücke mal auf den Klingel, sodass man eine automatische Notifikation bekommt, wenn eine neue Video online ist. Also, Jungs, bis zum nächsten Mal. Ciao.